Und willkommen zum zweiten Tag unserer kleinen Hiroshima-Reise. Ich habe die Nacht relativ schlecht geschlafen. Wir haben ein hartes Bett und mir tut alles weh. Ich bin noch einige Male aufgewacht und ich fühle mich heute absolut nicht fit. Aber was soll's, heute ist unser Hauptevent angesagt. Heute geht es nach Miyajima. Die Insel ist natürlich sehr berühmt für ihr Todi, was im Wasser steht. Und leider ist dieses gerade in Renovierung. Das heißt, es wird eingehüllt sein, wenn wir dort ankommen. Aber wir fahren ja nicht deswegen hin, sondern weil gerade ein Relakuma-Café dort aufgemacht hat. Und das möchten wir heute natürlich besuchen. Ich war vor 5 Jahren schon mal dort und ich freue mich sehr darauf, da wieder hinzufahren. Natürlich auch zusammen mit meinem Mann und ihm das alles mal zu zeigen. Und ja, ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß haben. Ich gönne mir jetzt noch ein kleines Kombini-Frühstück. Wir sind noch ein paar Sandwiches, die wir uns gestern Abend geholt haben, denn wir übernachten im Hostel. Da ist kein Frühstück mit inbegriffen. Da müssen wir uns selbst drum kümmern. Und dann machen wir uns auf zur Hiroshima Station und von dort aus geht es nach Miyajima. Also viel Spaß bei unserem heutigen Video. おいしい。Das Relakuma Sapo auf Miyajima hat im April 2019 geöffnet. Genauso wie das Café in Arashiyama soll dieses permanent bleiben. Oder zumindest so lange, wie genug Gäste kommen. Vor dem Café befindet sich ein Shop mit ganz vielen Sachen. Dazu gehören auch limitierte Sachen, die es nur in Miyajima zu kaufen gibt.
dieser Bär. Wir haben gerade im Shop uns umgeschaut, weil wir bis mal ein wenig warten mussten, bis das Restaurant aufmacht. Und ja, wir haben gerade ernsthaft Iziman also über 80, 90 Euro ausgegeben im Shop. Und ja, ich denke mal, das Restaurant wird sich auch nicht sehr viel nehmen. Und mal gucken, wie es wird. Dieser Bär ist echt krass. Das Café befindet sich direkt hinter dem Shop. Da das Café noch recht beliebt ist, kann man am Eingang Tickets mit einer Wartenummer ziehen. Wenn diese dann aufgerufen ist, kann man in das Café und so lange in Miyajima herumlaufen. じゃがいもかな？なんだろう？Nun geht es auf ein wenig die Insel erkunden. Miyajima ist bekannt dafür, dass dort Rehe frei herumlaufen und diese sind echt süß, allerdings auch teilweise ein wenig aufdringlich. Wie bereits gesagt, war das Torii leider verhüllt, es waren aber trotzdem jede Menge Touristen da. Und wir wollten eigentlich in den Schrein hinein, aber es war uns zu voll, denn ihr seht ja die Massen. Wir haben das dann gegen Ende gemacht, bevor wir die Insel verlassen haben. Stattdessen sind wir im Mumitidani Park spazieren gegangen und sind langsam den Weg hinauf zur Ropeway gelaufen. Thank you.
Wir haben uns jetzt Tickets für die Ropeway geholt und fahren jetzt erstmal nach oben. Ob wir bis nach ganz oben laufen, wissen wir noch nicht. Mal gucken, wir tun nämlich die Bahn unglaublich weh. Ich weiß nicht, ob ich das heute nach oben schaffe. Außerdem ist das Wetter auch nicht so besonders. Es hat vorhin schon ein bisschen genieselt. Aber naja, wir fahren jetzt erstmal nach oben und dann gucken wir weiter. Knallrot. Ich brenne gerade. Und wir haben, ich sag mal, etwa 2/3 geschafft und ich möchte eigentlich bis ganz oben. Ich habe es das letzte Mal schon nicht geschafft. Hier an diesem Punkt war ich vor 5 Jahren schon mal und bin nach Hause. Und ja, eigentlich möchte ich nach ganz oben und wir werden es jetzt versuchen, auch wenn ich dann wahrscheinlich verglühe oder so. Meine Wangen brennen sowas von. Aber wir haben noch eine 2. Trinkflasche mit dabei und wir werden es unser Bestes geben. Wir schaffen das. Finally. You are proud of yourself. So, I can eat Hirakuma ice cream. Yeah, I'm proud of you. Arigato. Wir haben es geschafft. Ich glühe, aber es hat sich gelohnt. Die Aussicht ist echt traumhaft. Wow. Und ich kann mir gleich noch ein Eis geben, wenn wir da unten sind. Hey.
hier sehen könnt, wir sind zurück im Hostel und ja, ich sehe ziemlich fertig aus, wenn ich mich so in der Kamera angucke. Es war ein schöner Tag, aber er war auch total anstrengend. Mir brennen die Füße. Es geht gar nicht. Aber ja, es war wirklich sehr, sehr toll. Es hat mir auf Miyajima sehr gefallen, obwohl es echt wirklich voll war. Und es hat sich zum Glück dann zum Abend etwas gelegt. Aber sagt, es war wirklich sehr, sehr voll. Aber auf dem Berg ging es auch, denn die meisten sind nur mit der Ropeway hochgefahren und haben sich das nahe Observatorium angeguckt und sind dann nicht drüben den Berg hochgelaufen wie wir. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin froh, dass ich es endlich geschafft habe, nachdem ich es vor 5 Jahren nicht geschafft habe. Und ja, mir hat Miyajima gefallen, auch obwohl das Todi verhüllt ist. Aber die Insel ist trotzdem ein Besuch wert. Und natürlich das Relakuma-Café war natürlich toll. Wir haben jetzt noch ein bisschen Omiyage geshoppt und waren auch nochmal Okonomiyaki essen zum Abendessen direkt in Hiroshima in der Station. Und ja, das war dann auch schon der zweite Tag. Ich hoffe, das Video heute hat euch auch gefallen. Und ja, wenn es so ist, dann lasst mir ein paar Däumchen hoch da und schreibt mir gerne ein paar Kommentare. Und wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann lasst mir auch gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, was wahrscheinlich dann unser dritter Tag hier sein wird. Da sind wir direkt in Hiroshima in der Innenstadt unterwegs. Also bis dann!